Servus Florian, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Willkommen in Augsburg. Die Tinte ist gerade trocken. Wie fühlt sich's an? Servus erstmal. Es fühlt sich absolut jetzt schon geil an. In der Rückrunde habe ich schon immer mit dem Auge auf den FCA geschielt und war dann froh, weil ich wusste, dass das Interesse vom FCA da ist, dass sie dann den Klassenerhalt geholt haben. Und ja, Vorfreude ist riesengroß und freue mich schon auf den ersten Trainingstag. Ich habe gelesen, dass Freiburg, glaube ich, auch im Laufe der Rückrunde gerne mal mit dir verlängert hätte, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber da war das Interesse, glaube ich, auch da. Warum hast du dich für den FC Augsburg entschieden? Was sind die Gründe dafür? Ich hatte eine super Zeit in Freiburg, waren 3,5 tolle Jahre, aber ich habe einfach jetzt eine neue Herausforderung gesucht. Ich wollte dann am Ende schon unbedingt weg, weil ich einfach was Neues machen will. Und ja, dann kam schnell der FCA für mich in Frage, weil sie wollten mich schon länger haben, schon vor längerer Zeit haben sie schon mal angefragt. Und ja, natürlich, meine Familie kommt aus der Nähe, ich werde jetzt dann Papa. Und so ist es natürlich schon, waren das schon natürlich auch noch ausschlaggebende Argumente, dass ich hierher komme zum FCA. Glückwunsch schon mal auch dann von unserer Seite zu den anstehenden Vaterfreuden. Gibt es irgendwas, was du vom FC Augsburg schon kennst, wenn du sagst, du hast uns verfolgt? Gibt es jemanden vielleicht im Verein, den du schon kennst oder allgemein den Verein? Ja, klar. Stefan Reuter kenne ich schon länger. Martin Schmidt war mein Trainer in Mainz. Mit Dani Bayer habe ich ab und zu Kontakt, kennen uns. Mit dem Gregoritsch habe ich ab und zu Kontakt. Haben wir schon länger gegeneinander gespielt jetzt und da baut man eine gewisse Freundschaft auf und man respektiert sich einfach total. Und ja, aber natürlich jetzt so viel vom Verein kenne ich jetzt noch nicht. Aber klar, ich habe halt hauptsächlich auf die Spiele geschaut und dass Augsburg immer die 3 Punkte holt. Die Nähe zur Heimat hast du auch schon angesprochen, kommst, glaube ich, aus Ebersberg, wenn ich richtig informiert bin. Spielt das auch eine Rolle bei so einem Wechsel? Erstmal komme ich aus Hohenlinden, muss ich natürlich ansprechen, weil nicht, dass die daheim dann gleich sauer sind auf mich. Klar, hat eine große Rolle gespielt. Ich brauche abends, wenn nichts los ist auf der Autobahn, 35 Minuten, 40 Minuten heim zu meinen Eltern. Hat eine große Rolle gespielt, klar, aber trotzdem wollte ich unbedingt zum FCA, habe andere Sachen auch sofort zur Seite gelegt, habe zum Berater gesagt, ich will nur zum FCA, habe das auch an Stefan Reuter klar gemacht und darum bin ich jetzt echt total froh, dass es geklappt hat. Du hast in Vereinen gespielt, die sehr familiär, bodenständig sind, ähnlich wie der FC Augsburg in Heidenheim, in Freiburg, in Mainz. Ist das was, was zu dir als Typ passt oder was ein Umfeld, das dir auch wichtig ist, Familie? Ja, ich bin ein sehr heimatgebundener Mensch. Darum tut mir das gut, zum familiären Verein zu gehen. Es war auch natürlich auch ausschlaggebend. Wie du schon gesagt hast, Mainz, Heidenheim und jetzt auch in Freiburg, wo es sehr, sehr familiär war, wo wir richtig geile Truppen hatten. Und war sehr ausschlaggebend und darum habe ich mir auch gezielt den Verein ausgesucht. Du hast dich bei uns für die Rückennummer 7 entschieden. Hast du auch schon in Freiburg getragen. Verbindest du irgendwas Besonderes mit der Rückennummer oder gefällt sie dir einfach so gut? Erstens gefällt sie mir sehr gut. Zweitens habe ich jetzt einfach richtig geile Zeit in Freiburg mit der Nummer gehabt. Konnte viele Tore schießen. Das war auch meine Aufgabe als Stürmer. Darum war ich dann auch froh, wie die Nummer 7 frei war. Und dann war es sofort klar, dass ich die auch haben will. Du hattest, glaube ich, in Freiburg auch eine richtig starke Saison. Danach, glaube ich, auch mit ein paar Verletzungen zu kämpfen. Wie blickst du so auf die letzten Jahre zurück? Auch wie fit bist du? Was gibt dein Körper her für den FC Augsburg? Also ich bin topfit. Die Anfang der Rückrunde war eigentlich wieder richtig gut. Habe schnell meine Tore gemacht und Vorbereitungen gemacht. Der Kniescheibenbruch war damals bitter, weil ich richtig gut drauf war, aber der ist wieder abgeheilt, das ist alles super, fühle mich richtig gut und wie gesagt, bin froh, dass es jetzt geklappt hat und bin ja richtig heiß auf die neue Saison. Es gibt ein Kuriosum, das ich auch aufgeschnappt habe bei der Recherche. Du hast die schnellste gelbe Karte kassiert seit Datenerfassung in der Bundesliga, nach 8 Sekunden. Wie kam es denn dazu? Also erstmal war es so, dass ich mit dem Christian Streich
in der Früh spazieren gegangen bin, auch mit der ganzen Mannschaft natürlich. Und hat er gesagt, bleib ruhig, weil wir haben in Mainz gespielt gegen meinen Ex-Verein. Da war ich natürlich besonders motiviert und hat er gesagt, hol dir auf gar keinen Fall eine schnelle gelbe Karte. Das brauchst du gar nicht für dein Spiel. Seit Beginn der Datenerfassung, das war im Jahr 2004. Gehabt, langer Ball auf den Mittelstürmer. Ich bin hochgesprungen, war keine Absicht und habe dann meinen Gegenspieler mit dem Ellenbogen getroffen. Niederlechner bekam sie gleichzeitig nach außen geschaut. Der Trainer rumgesprungen und ist ausgeflippt. War auch ein bisschen witzig, aber ja, wenigstens bin ich so in den Geschichtsbüchern jetzt drin. Mannschaftskasse hat sich wahrscheinlich gefreut. Ja, es war ein Foulspiel, gelbe Karte, da musste zum Glück nichts zahlen. Glück gehabt, perfekt. Jetzt gehst du, glaube ich, erstmal in Urlaub. Das Wichtigste, die Unterschrift beim FC Augsburg hast du hinter dir. Wie verbringst du die Zeit und wie bereitest du dich auf die neue Saison beim FC Augsburg vor? Ja, wie ich schon gesagt habe, ich bin jetzt froh, dass vor dem Urlaub geklappt hat alles. Jetzt geht es erstmal in den Urlaub. Das brauche ich auch, man muss auch mal abschalten. Die letzten Tage oder Wochen waren schon ein bisschen stressig und nicht ganz einfach für den Kopf. Aber durch das, dass jetzt alles fix ist, dass es geklappt hat, erhole ich mich jetzt. Und dann werde ich mich auch natürlich auch schon im Urlaub unsere Pläne abarbeiten und werde da schon mich gut vorbereiten, dass ich hier einen guten Eindruck hinterlassen werde. Was sind deine Ziele mit dem FC Augsburg, vielleicht persönlich, aber auch mit der Mannschaft und dem Verein? Ja, erstmal mannschaftlich klar, so schnell wie möglich, glaube ich, einen Klassenerhalt zu schaffen. Ich glaube, das ist das mit Abstand Wichtigste. Wir wollen eine geile Saison spielen und ja, persönlich hoffe ich einfach, dass ich verletzungsfrei bleibe. Das ist mit Abstand das Wichtigste. Und dann, klar, bin ich Mittelstürmer. Will der Mannschaft mit Toren und Vorbereitungen helfen. Und ich hoffe, dass es mir auch so gut klappt wie in Freiburg, dass ich der Mannschaft helfen kann. Dann wünschen wir dafür ganz viel Erfolg, drücken die Daumen und nochmal freuen uns sehr, dass du hier bist. Dankeschön.